Das ist so oft. Ja, es ist auch überhaupt nicht auffällig, dass hier Medizin liegt. Nein, überhaupt nicht. Ja, überhaupt gar nicht. Oh, schon. Yeah. Yeah. Die benutzen wir jetzt gleich mal. Gar nicht mal so schlecht, das Gerät. Auch wenn es mehr aussieht wie ein gigantisches Staubsaugerrohr. Gigantisch. Ein Staubsaugerrohr eben. Zündet aber gut rein. Kann sich nicht beschweren. Noch eine Waffe habe ich nicht mitgenommen, oder? Nein, ich glaube nur die eine. Ich freut sie euch. Naja, was soll sie haben genug Munition. Noch. Wir finden noch genug von da. Was mache ich überhaupt, wenn ich keine Munition mehr habe? Du arroganter Abi! Nee, der ist nicht hinter mir, okay. Kann der mal nachschauen? Wo ist der? Oh, was? Da oben? Na, ganz toll. Also du siehst hier zufällig einen ersten Hilfekasten in der Kanalisation rum. Ah, ist ja nicht gerade so, wir spielen wirklich alles im Klo runter. Hoffen wir, dass wir gegen zu ballern und den Gegner mal treffen. So, dass wir überhaupt ausgezeichnet nicht hier werden. Überall immer ausgezeichnet schaffen, weil sonst kriegt man keine Cheatcodes. Vielleicht, was weiß ich. Kenne mich da nicht aus. Immer schön durchladen. Muss immer durchladen. Ich bin immer geladen wie eine Schrotflinte. Genauso aggressiv bin ich auch immer. Merkt euch mal, wenn eure Frau oder Freundin oder Mutter macht, einfach mal fragen. Moment, wie komme ich jetzt auf das? Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Das passt nicht in den Zusammenhang. Könnt ihr natürlich trotzdem schlagen, ich meine. Was willst du schon tun? Wenn ihr euch verletzt, schlagt sie einfach noch ein bisschen mehr, dann hört sie auf damit. Was sagen die da? Sieg, Sieg, Sieg? Sieg. Da ist der Mistkerl. Ich kann keine Leitern klären. Call of Duty Dogs. Falsches Spiel. Ja, völlig unnötigerweise den ganzen ersten Hilfekasten mit. Und sperren uns in den. Ja, ja, schießen noch ein bisschen durch die Gegend. Können wir auch andere schießen oder ist es nur so grafisch? Da habe ich schon wieder zwei Gänge. Also, nein, hier geht's nicht weiter, aber hier gibt's noch eine Granate. Mal gucken, wie wir den tragen können. Also ich habe 800 Granaten, 12 Kilo Munition, vor dem Wasser 12 Tonnen, aber naja. 50 verschiedene Waffen. Nahkampfaufsätze, ne? Ich habe einen Nahkampfaufsatz für meine Schildgewehr. Schießt du auch nicht einfach auf dich. Ich bin hier Gast, ja, das heißt, ich darf den ersten Schuss abgeben, ne? Was wird er nie wieder machen? Hm. Nicht wichtig. Wir laufen einfach mal rein. Weißt du? Ja, brauchst mir nicht sehen, um zu erschießen, ich verstehe schon.
deutsche Soldaten haben einfach nicht besseres Sicht. So dumm. Was war ich jetzt gleich nochmal? Brite? Ja, natürlich. Ausgang aus der Kanalisation gefunden. Hört man über Munition für das Gewehr? Hey, süß ist, dass die mal mein Gewehr zeigen. Hey, süß ist, dass mal ein bisschen Munition von mir im Gesicht hat. So, Triumph, weiter so, ja. Ich kann mich genau erinnern, als die Flieger hier in der Kanalisation über mir rüberflogen. Ein Versagen können wir uns nicht leisten, gab General Eisenhower 1944 bekannt. Diese Operation ist als Erfolg geplant. Mit dieser Erklärung wurde klar, was der D-Day bedeutete. Die alliierten Truppen wurden in Lastenseglern über den Kanal transportiert. Zusätzlich landeten tausende Soldaten in sogenannten Higgins-Booten in Frankreich. Diese amphibischen Landungsboote waren der Schlüssel zum Triumph der Alliierten am D-Day. Doch der Kampf um Europa hatte gerade erst begonnen. Und nicht alles lief nach Plan. Die Operation war zum Gewinnen ausgelegt, wie ungewöhnlich. Normalerweise werde ich doch immer als Verlust angelegt, oder? Geheimcode entdeckt, liest die Codeliste, Ordensverleihung, yeah. Ich bin mal wieder ausgezeichnet, 3 von 3 Zielen. Kann man es auch ohne 3 von 3 schaffen? Nö, aber man kann sich trotzdem toll fühlen. Ich prüfe die Memory Card. Naja, streng geheim. Kopiennummer hat's aber keine. Was ist das? Keine Ahnung, das ist Tony Bruce Gator. Und die Proskater, das ist möglicherweise Gran Turismo. Was ist das andere? Ich weiß gar nicht. Was habe ich denn da letztens noch gespielt? Keine Ahnung. Nicht wichtig. Oh, zurück zur Zentrale. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Doku, wo waren die? Hier war das bei der Option. Geheimcodes. Mehrspieler Power-Ups. Schon eine tolle Sache. So im Singleplayer. Nächste Mission. Glückwunsch zu Ihrer ersten Mission. Das war ja eine ziemlich dramatische Einführung in das Leben beim OSS. Ich habe immer gewusst, dass mich alle für ein Genie halten werden, weil ich Sie eingestellt habe. Ihre neue Aufgabe ist gefährlicher. Wir schicken Sie zurück auf feindliches Gebiet. Diesmal treten Sie allerdings verdeckt als Hauptmann auf. Die Deutschen haben vom letzten Weltkrieg noch ein paar schlechte Angewohnheiten beibehalten. Eine davon ist die Vorliebe für übergroße Artilleriewaffen. Vielleicht haben Sie von den Eisenbahngeschützen Dora und Gustav gehört. Sie werden deren neue Schwester Greta kennenlernen. Seit letzter Woche ist sie voll funktionsfähig. Das ist das einzige deutliche Foto, das wir haben, denn sie halten das verdammte Ding versteckt. Seit 7 Tagen schießen sie damit auf den Kanal. Das war ein Tankschiff und das hier ein Lazarettschiff. Greta ist kleiner als Dora und Gustav, kann aber größere Sprengköpfe abfeuern. Durch die geringere Größe ist sie viel mobiler, daher können die Deutschen sie immer wegschaffen, bevor unsere Bomber eintreffen. Deswegen schicken wir sie, um die Sache von Hand zu erledigen. Es geht um 19 Uhr los. Nehmen Sie sie hoch, Lieutenant. Viel Glück. Ja, klein. Mhm. Willkommen dahin, Leutnant Pedersen. Ich dachte, ich bin in Frankreich. Der nächste Einsatz ist eine echte Herausforderung. Das OSS schickt dich nach Frankreich zurück. Allerdings reist du dieses Mal mit falscher Identität. Undercover-Einsätze sind außerordentlich gefährlich. Ach, der eben war nicht gefährlich. Kein Agent führt sie gerne aus. In unserem Fall ist deine Tarnung die gestohlene Uniform eines Unteroffiziers. Wie, kann ich nicht als General oder Feldmarschall hingehen? Während eines Undercover-Einsatzes wird folgende Verhaltensregeln überlebenswichtig. Ich zeige deinen Pass, wenn du dazu aufgefordert wirst. Blätter dazu zum Ausweissymbol in deinem Arsenal und drücke die Schießen-Taste. Yeah, ich schieße meinen Pass voll ins Gesicht, Alter. Lauf nicht mit gezogener Waffe herum, um nicht Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Damit du in einer höheren Sicherheitsstufe ansteigst, musst du einen Offizier ausschalten. Nur so bringst du dessen Papier an sich. Kann ich nicht einfach befördert werden, indem ich alliierten Geheimnisse verrate? Diese Mission musst du deine Sicherheitsstufe mehrmals aufbessern. Schalte die Offiziere mit der Pistole mit Schalldämpfer aus, aber lass dich nicht dabei erwischen. Eines der Einsatzziele ist, die Weiche umzustellen, damit das Greta-Geschütz in die falsche Richtung fährt. Drücke die Aktionstaste, um den Hebel umzulegen.
Ein letzter Tipp. Ein befreundeter Gepäckträger hat mir verraten, dass es einen geheimen Zugang zum Bahnhof gibt. Aber der ist geheim. Kennt ihr diese geheimen Geheimzugänge, die geheim sind? Die sind ziemlich geheim. Auf zum Sieg, hier. Genau so gehe ich da hin. Munition für die Pistole. Okay, wir haben eine schallgedämpfte Pistole. Auch wenn der Schalldämpfer aussieht wie eine Dose, der da irgendwie drauf gepresst wurde. Yeah, guck mal. Ey, guck mal, Soldat, ich hab einen Pass. Mann, das ist ja richtig stylisch gemacht, dass man den selbst zeichnen kann. Man kann etwas selbst machen in Spielen. Ach, das ist so geil. Ihre Papiere bitte. Ja. Sie haben nicht die richtigen Ausweise. Ach, heul doch. Ja, guck mal, ich hab voll den dreckigen alten Lappen. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie ein dreckiger alter Lappen. Wo muss ich denn lang? Diese Tür ist verschossen. Zutritt verboten. Ja, ich hab Ausweise. Hallo. Lass mich rein. Ich hab einen Ausweis. Der auch ein Putzlappen oder sowas sein könnte. Ah. Guck mal, Ausweis. Hab ich schon meinen Ausweis erwähnt? Kann man jetzt ein Hakenkreuz zu erkennen? Ich glaube schon. Dann wird das Spiel. Ja, da wollte ich jetzt runter, weil ich nicht da drauf springen kann. Doch, Munition für die Pistole. So, jetzt, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Gar nicht. Sehr gut. Aber ich habe einen Ausweis. Waffe weg! Amerikanischer Spion! Was? Was? Ich habe einen Ausweis. Aber ich habe einen Ausweis. Hey! Ich hatte doch einen Ausweis. Och Mensch. Jetzt kann ich mich nicht mehr ausweisen. Das ist schlecht. Blauen Ausweis gefunden. Habe ich jetzt einen neuen? Sieht der anders aus? Ne, irgendwie ist der nicht anders. Ist da offen? Nein, da ist gar keine Tür, das ist nur wieder aufgemalt. Guck mal meinen neuen Ausweis. Das sieht aus wie mein alter, ist aber neuer. Zutritt verboten. Schon auf der anderen Seite auch schon. Und hier ist auch verschlossen. Schlüssel hat niemand. Die sind hier für immer und ewig eingesperrt. Ey, Moment, ich muss da jetzt komplett rundherum laufen. Ach, ernsthaft. Das ist bei der Steuerung etwas schwierig, aber ich habe ja zum Glück meinen Ausweis. Ja, da steht glaube ich sogar Ausweis drauf. Nee, Wehrmacht. Ich habe meine Wehrmacht-Ausweis hier. Da drin ist ein weiterer Ausweis. Ausweisception. In meinem Ausweis ist der andere Ausweis, den ich ausweisen kann. Ich habe nur noch diesen Ausweis. Irgendwie ist hier immer noch. Irgendwie ist jetzt hier keine Tür mehr. Egal, ich habe einen Ausweis. Hey, guck mal. Ihre Papiere sind in Ordnung. Ja, natürlich sind das. Da ist auch nicht irgendwie ein Bild von einem anderen Soldaten drin, den ich erschossen habe. Nein, nein. Das bin schon ich. Sieht nur ein bisschen. Das ist schon ein älteres Bild, ist hier. Ist hier irgendwas zum Aufmachen? Stand da irgendwas? Oh, cool. Ich kann durch die Theke gucken. Sie haben nicht die richtigen Ausweise. Wie überraschend. Das kommt so völlig unerwartet. Aber glücklicherweise ist hier ein Schacht kaputt. Ich kann übrigens auch kriechen. Ich kann kriechen, während ich meinen Ausweis zeige. Das ist gar kein Ding für mich. Zum Glück habe ich mehrere Hände. Als nur zwei. Hallo? Wo sind wir jetzt hin? Gut, dass ich einen Schalldämpfer drauf habe, sonst würde man mich glatt hören. Oh, ich habe einen roten Ausweis gefunden. Guck mal, ich habe einen braunen Ausweis, in dem ein blauer Ausweis ist, in dem ein roter Ausweis ist. Toll, nicht?
hier noch irgendwas öffnen? Nein, die Stänge sind auch nur aufgemalt. Toll. Kann ich da jetzt einfach so rausgehen? Hier, guck mal. Mein Fehler, Sir. Natürlich, sag ich doch. Ist auch nicht irgendwie merkwürdig, dass ich schon mal da war und jetzt einen völlig neuen Ausweis dabei habe. Aber... Mein Fehler, Sir. Ja, bin ich aber auch mein, Kleiner. Noch so ein Fehler, ne? Und ich musste hier schießen, wie den Offizier, dem ich den Ausweis abgenommen habe. Ihre Papiere sind in Ordnung. Natürlich sind sie das. Glaubst du, ich habe den Falschen erschossen, oder was? Rein Cold? Cold? Was? Verstehe ich nicht. Hinter des Levels erreicht? Wie jetzt? Kann doch nicht das Ende sein, oder? Hä? Hey? Haben wir irgendwas übersehen? Vergessen? Das war's schon, echt? Dachte, ich könnte noch ein paar mehr. Ja, guck mal hier. Ich muss sagen, sein Gesicht ist äußerst sympathisch. Also mir zumindest. Hier. Mein Fehler, Sir. Ja, natürlich ist es dein Fehler. Ich bin hochrangiger Offizier. Ich mache keine Fehler. Geben Sie Alarm! Ich bin da mal weg. So, mit meinem braunen Ausweis, in dem blauen Ausweis ist, in dem roten Ausweis ist, gehe ich dann einfach mal weg. Durchschnittlich, was? Warum? Schleiche in den Bahnhof. 3 von 3. Was habe ich falsch gemacht? Verfurzte Waffe selbst getroffen. Warum bin ich so schlecht? Jetzt bin ich Leute erschossen wahrscheinlich. Oder ich habe Leute, naja, 2 hätte ich erschießen müssen. Ich hätte vielleicht alle erschießen sollen. Das wäre weniger auffällig gewesen. Block voll. Habe ich jetzt eben Nein gedrückt? Ja, habe ich. Sehr gut. Natürlich möchte ich übers Schreiben. Scheint jetzt nicht vorher immer auf Ja? Gut, wenn ich jetzt nicht ausgezeichnet habe, kriege ich wahrscheinlich keine Cheatcodes, ne? Ärgerlich. Egal, Karl. Mach weiter hier. So, nachdem du jetzt ein wenig an deinen Deutsch feilen konntest, wird es Zeit, ernsthaft zu arbeiten. Hey, ich arbeite die ganze Zeit ernsthaft. Zuerst musst du ein schwarzes Brett mit einer Frachtliste finden. Nimm diese an dich. Die Liste hält die Namen aller deutschen Stahlwerke, die Bauteile für die Greta produzieren. Unsere Luftwaffe brennt darauf, einige Ziele dieser Liste dem Erdboden gleichzumachen. Suche dann nach einem besonderen Geschenk, das einen unserer Agenten für dich deponiert hat. Es enthält ein Präzisionsgewehr, etwas Munition, was ein wichtiges Sprengladung zur Zerstörung des Eisenbahngeschützes. Schließlich musst du noch den Reservemotor der Greta zerstören. Dieses schwer gepanzerte Biest hat bereits einige Angriffe unbeschadet überstanden. Sie ist ein gutes Ziel für dich. Wenn du die Sprengsatz anbringen möchtest, achte auf ein blinkendes rotes Kästchen. Das haben die Deutschen dahin gemalt, damit du besser sprengen kannst. Das anzeigt, dass die Stelle für einen Sprengsatz geeignet ist. Drücke die Aktionstaste, um den Sprengsatz anzubringen. Was das Geschenk angeht, ich habe keine Ahnung, wo es ist und wie es aussieht. Ich weiß nur, dass ein Agent, der es hinterlegt hat, ein Mitglied von Görings Privatorchester ist. Ah. Ja, natürlich. Und das läuft hier einfach so rum. Nach dem D-Day? D-Day war jetzt schon, oder? Ich habe nicht aufgepasst. Sehr gut. Achte auf die Story. Archiv in freigeschaltet. Ich habe immer noch meinen Ausweis. Mein stylischer Ausweis. Hey du. Hey du. Hallo. Hey, ich habe meinen Ausweis. Diese Papiere sind nicht in Ordnung. Achtung! Dreimal ab. Kann ich das nochmal neu starten? Was passiert, wenn ich jetzt hier beenden mache?